Also, lassen wir uns überraschen. Maus gegen Fnatic, Runde bzw. Map Nummer 2. Wir gehen in die Knife Round. Mal schauen, ob Mausbots hier erneut die Knife holen kann. Ja, ist halt sehr wichtig, dass sie jetzt die Knife Round holen. So, Flusher bekommt hier den First Frag. Jesper angeneift den Nuki. Devil Walk geht damit seinen 100 HP drauf. All eyes on Legier. Ja, Flusher sogar mit dem Team. Ja, das wird schon, an die Jesper. Das wird 100 HP unterwegs. Ja, aber diesmal warten nur noch 4 Mann, er hat noch keinen Frag gemacht. Also ein Ace wird's auf jeden Fall diesmal nicht. Tja, und da oben die beiden Ts, die gucken sich das Spektakel hier mal aus der Vogelperspektive an. Was so, Legier da so reißen kann. Da hat er ihn irgendwie geneift. Ah, schade. Da wird er geholt. Fnatic wird hier als CT starten. Ja, keine große Überraschung. Wollen sie wirklich schnell beenden. Aber mal gucken, ob es ihnen gelingt. Also, Fnatic mit der 1-0-Führung nach Maps. Bin echt gespannt, was hier Maus jetzt zeigen wird, ob wir Specials sehen werden. Immerhin haben sie jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich 4 Stunden lang Train besprochen haben, denke ich mal nicht. Aber immerhin mindestens eine Stunde. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Ich hoffe mal, dass sie nicht die gleiche Pisse spielen werden, wie letztes Mal. Dass dann einer über Z hinten kommt. Ah, wir sehen auch hier Chris. Der wird wahrscheinlich die kleine... Nee, doch nicht. Der wird ganz normal den A-Spot smoken. Man kann ja von KG aus kleine Rampe smoken, ne? Ich dachte, die kommt jetzt. Direkt mal ein Push. Taps mit dem First Frag. Legia hat die Flash-Pisse verworfen. Ja. Kommt jetzt aber raus Richtung MTB. Die machen hier Stress auf dem A, aber Maus orientiert sich Richtung B und da kommt der Go. Und jetzt. Chris ist auf dem 3, man kann den Z-Spieler sehen. Bombe wird jetzt gelegt. Flusher. Und Chris, schau dir das an, der wird wahrscheinlich jetzt über Z kommen. Ja, der geht jetzt Pop runter und wird von hinten kommen. Das ist sehr gut von Chris. Ja. Und leg jetzt vielleicht auch schon ist es zu spät. Legia ist auch schon von hinten. Legia macht den ersten. Jetzt die Überraschung natürlich nicht mehr so groß, aber Chris J bekommt ihn. Und nun Flusher am Spot. Oh, what a one duel. Jetzt muss Chris J einfach gut runterspielen. Ja, das macht er sehr gut. Das macht er perfekt. Ja. Flusher ohne Deathbit. Ja, perfekt. Sehr gut gespielt. Chris J hat es. Also, Pistol an Maus. Und damit die Pistol-Statistik heute 2-1 für Mausbots bisher. Und jetzt sehen wir hier Chris auch nur mit Pistol, wie auf Inferno. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt wieder alleine sterben geht. So, Chris versucht halt Informationen zu sammeln. Da sieht man, dass seine Mates jetzt hier Pop runterlässt. Er kann ansagen, ja, A ist nicht. Da holt er den ersten. Das ist halt wirklich sehr gut gespielt. Bombe wird gelegt. Rettet sich da gerade noch in den Spot rein. Und nun gibt er den Battle. Boah, das ist doch für die Mates. Richtiger Ort, Mate. Aber ey, das steht jetzt 2-3. Speedy holt den ersten. Taps in den nächsten. So, sehr gut. Und Flusher geht stiften. Ja, Flusher wird jetzt seinen Helm safen gehen. Ja. Und seine P250. Beste Helm. Oh, aber. Da schenkt man ihm sogar nochmal eine Waffe. Speedy. So, und jetzt kann Flusher sogar nochmal probieren. Ja. Hat natürlich noch gut HP, beste Helm und ein Defkit auch. Hat er? Oh ja, nein. Also wird die Runde dann nochmal wieder verspielt.
Also zum einen Speedy natürlich, der da hinterher pusht und direkt den Frag kassiert, und Tapsen, der dann da einfach stehen bleibt und nicht irgendwie versucht, da sich noch weiter zu verstecken und Zeit rauszuholen, um die Bombe weiter runter ticken zu lassen. Ja. Also das ist von beiden gerade schlecht gespielt gewesen. Ja, und da macht sich dann auch wieder halt diese Erfahrung bemerkbar. Ja, die alten Spieler, Fall. Die hätten auf das dann Fall. Safe runtergespielt. Vor allem, das war halt gar nicht nötig, ihm jetzt hinterher zu rennen. Wieso sowas riskieren? Ich meine, die haben ja schon so oder so die Runde teuer gemacht. Ja. Dass man ihn dann einfach hinterher rennt. Aber sehr gut von Chris. Er hat als einziger gekauft und setzt den First Strike. Sehr riskant von Maus. So, Bombplan wird auf jeden Fall wieder durchgehen. Aber es zahlt sich aus. Chris Jay mit dem nächsten. Mit dem zweiten. Ja, und dann geht er weiter offensiv gegen. Ja. Da kann er natürlich auch versuchen, sein. Halt aber zumindest von den zweiten da zu haben. Tapsen von hinten. Mal schauen, was er machen kann. Aber er hat eine Diege. Holt den ersten. Ah. Den zweiten holt er jetzt auch. Sehr gut. So, Devil Walk, Legia. Ah, sehr gut. Sehr gut. Und da sieht man dann wieder die Erfahrung. Legia. Und ja, Tapsen zeigt sich durch. Jetzt auch nicht. Ja. Schön. Sehr gut gespielt von Tapsen. Also den Fehler wieder etwas ausgebügelt, damit Fnatic jetzt auch wieder für zwei Runden Broke gesetzt. Ja. Also es kann hier gleich 4-1 für Maus stehen, wenn sie es nicht wieder dumm abgeben. Aber das wurde gerade wieder schön runtergespielt. Ja. Chris Jay, der die Runde eröffnet. So, wir sehen hier Maus komplett alle schon Mitte raus, Pop raus. Fnatic immer noch alles zu weg viert. Ist Maus. Zu viert am A gestanden, jetzt. Jetzt rotieren sie B. Ja. Sehr gut. Sehr gut angesagt. Ronax kommt an die Scout ran und geht damit weg. Ja, ich glaube, er hat sogar selber gekauft. Na, auf jeden Fall hat er sie gerade gepickt, dann hätte er sie ja weggeworfen vor. Ah ja, aber wahrscheinlich von wem anders gepickt, von seinen Mates. Ja, die gehen jetzt einfach hier in Helm safen. Gute Entscheidung. Hoffentlich läuft jetzt. So, nochmal kein Geld bei Fnatic. Also sehr guter Start schon mal von Maus. Vor allem als T. Ja, also auf der einen Seite, ne, hätte man da diese Eco nicht abgegeben, könnte es 3-0 stehen. Dann hätte Fnatic aber halt ihre Kaufrunde. Und hätten dann so das 3-1 machen können, so haben sie halt eigentlich ja. Dann jetzt ein sicheres 4-1. Plus hinzu kommt, dass wenn Fnatic dann die erste Equip verliert, beziehungsweise die zweite für sie im Spiel, dass sie dann wieder broke sind. Aber jetzt erstmal gucken in diese Runde hier. Legia kommt durch, CT-Balkon. Schneider kommt nochmal über Z. Und Flasher da wie, in wie der Wie sagst 5 du das jetzt eigentlich? Sagst du zu Verschieber Z oder S? Oder sagst du Verschieber? Z oder C in der Mitte. Okay. Weil die ganzen Sourcer, die sagen ja S. Ja, Switch. Und wir 1-6er sagen ja eher Z. Und ja. Schaut hier noch von was ein Brett. 4 Frags in dieser Runde für ihn. So, jetzt sehen wir es. Fnatic natürlich mit wenig Geld. AWP wird nicht möglich sein. Und sollte Mausbots die Runde jetzt hier auch wiederholen, wird Fnatic wieder broke sein und dann Maus mit der theoretischen 6. Runde. Also es könnte hier ein sehr, sehr guter Start für Maus werden. Boah. Das Jay macht den ersten. Ich weiß nicht, ob er noch den Poppe-Spieler gesehen hat. Um das anzusagen dafür Tapsen. Jesper steht dort.
So, die Maus spielt halt komplett langsam. Chris kommt jetzt nochmal über KG. Ja, und da stehen sie Sie lassen noch jetzt Chris zu dritt. lieber picken. Ja. So. Dann macht Tapsen den ersten Move da vom Pop aus. Und HE-Gegner wird von überhaupt nicht Jasper geholt, angekommen. ja. Aber Fnatic hatte auch schon Kontrolle am A. Die haben halt alles schon eingenommen. Also die beste Entscheidung wäre jetzt halt über B was zu probieren. Da ist nämlich nur Flasche alleine, ganz defensiv. Und mal schauen, was jetzt Maus macht. Oh, sie gehen Ja. sogar MTW entlang. Mit Bronax werden sie da nicht wirklich Oh, weit sehr gut kommen. gespielt. Aber Legia ja perfekt gewartet. Ja, dann der Refrag da. Sie sind alle im MTW drin. Speedy jetzt mit der Möglichkeit. Und Jasper Jasper und holt ihn nun Chris noch. J gegen 2. Hat er ihn sogar gesehen, oder? Ja. Ja, den Spieler Grundlinie hat er gesehen, aber nicht Flash alleine erzählt die Ja. Mitte. Also das war eigentlich sehr gut gespielt, dass sie da MTW gehen. Also noch perfekter konnte man das nicht ausspielen. Aber da muss man, da müssen sie halt auch aimsicher sein. Sonst hätte man auch die Runde geholt. Flasher. Oh. Kommt an den ersten Frag. Jesper mit seiner Max 7 gestorben, der die mittlerweile sehr, sehr häufig spielt. Vor allem auf Nuke hat man ihn da immer wieder sehr gerne gesehen. Legia kam jetzt auch nicht vom Pop weg. Und Fnatic schon mit drei Mann Ja, rotiert mit drei Richtung Mann B. schon auf B. Ja. Bombe down. Kronax kann es ansagen. Oh, Nuki mit der A. Ja, Nuki sollte jetzt einfach nur versuchen, die A zu safen. Denn er hat nur noch 11 HP. Ja, das macht er nicht. Ja, wie man sieht, Speedy hat halt gar kein Geld. Also Ja, diese eine Waffe hätte natürlich geholfen. Mal gucken, was sie da jetzt machen. Ob Speedy nur mit Pistol spielt oder ob Legia vielleicht einfach eine Galil legt. ja. Ja, legt sogar eine AK und kauft sich selber die Galil. Was ein Ja. Mate. Also das ist die Supporter-Rolle. Ja. Speedy ist auch noch ein bisschen ungläubig und guckt die ganze Zeit zu Legia, ob er ihm die AK wieder Ey, zurückgeben muss. Bruder, stimmt das wirklich jetzt? Ey, nein, hier, gib mir die Galien. Ja, im Dienste der Mannschaft. Der Legia. Oh, Prona ist schon auf dem 6. Mal schauen, ob gleich Speedy damit berechnet. Ah, Nuki schaut auch schon. Da kommt halt kein Refrag. Ja, Bruno kommt weg und kriegt sogar noch den Frag. Devilwalk auch da, damit Maus wieder nur noch zu zweit. Was sage ich? Alleine. Und flawless die Runde für Fnatic. 4 zu 4. Der Spielstand, Mausbots muss in die Eco gehen. Tja, und bei Fnatic nun die Doppel-AWP. Jetzt wird's schwierig. Haben sie eben schon gehabt, die Doppel-AWP übrigens. Nur um das nochmal zu vervollständigen. So, Flasche mit der AWP an der großen Rampe, geht sehr offensiv. Und da wird Nico rausgeholt. Und da wird der zweite rausgeholt. Ja, Die Hoffen es nehmen ist halt. ein Frag-Festival. Ja. Und Devilwalk will da dann auch nochmal was machen. Damit nicht Flasher die ganze Arbeit hat. 5-4, Fnatic in Führung. So, der Strong Nachos schreibt: Knochen, grüß mal alle. Ich grüße alle. Wir sehen hier Flasher wieder an der großen Rampe offensiv. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt Diesmal wird da nichts Splash ist. passieren. Ja. Aber wir sehen hier Schneider und Pronax offensiv. Eieiei. Mal schauen. Oh mein Gott, sie boosten. Und Tapsen rechnet nicht damit.
stirbt. Richtig guter Move von Fnatic, perfekt. Outplayed ja, dort, das den war echt Spieler. Gut gespielt von denen. Und, ja, und damit wieder Gleichgewicht hergestellt, 4-4. Nuki und Chris gehen jetzt Richtung B, über Pop. Aber da zieht schon Flasher. Ne, Flasher ist offen, Pronax ist große Rampe offensiv. Ja. Mal schauen, ob sie mit ihm rechnen werden. Anscheinend soll es Richtung B gehen. All eyes on Pronax. Wie das aussieht über X-Ray. Oh Mann. Er kann halt alles ansagen. Guck dir das an, wie ruhig er bleibt. Und jetzt kommt da große Rampe rum. Das war perfekt. Pronax ist echt gut. Ja. Jetzt geht's gegen die Bombe, zieht den zweiten rum. Und dann ist die Zeit vorbei. 8 Sekunden auf der Uhr. Ja, sehr also, gut gespielt vom Pronax. Ja, die Runde geht an ihn. Super runtergespielt, perfekt gehandelt. Perfektes Timing abgewartet, bis seine Mates stehen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nur auf die Bombe gegangen, Zeit war schon sehr, sehr weit abgelaufen. Ja. Oh, ganz schnell Pop runter. Oh, das wird jetzt eine sehr schnelle Runde. Ja, vielleicht kommt gut von Chris J. Ja. Oh, sehr schön. Einfach mal jetzt eine schnelle zwei. Runde. Yes, ma? Aber die Bombe ist im Z-Down. Wieso? Nein. Chris hat wahrscheinlich nicht gesehen, dass er die Bombe hatte. Oder ihm wurde es wahrscheinlich aus Versehen gedroppt. Ah, sehr gut von Tapsen. Trotzdem die Bombe immer jetzt noch sehr drei bescheiden, gegen zwei. Ne? Ja. Oh, ah, Tapsen. Sehr schön von Tapsen. Zweiter Frag, zweiter wichtiger und nun Flasche alleine gegen drei. Ja, kriegt dann nur einen Hit gegen Tapsen. Dann wieder die nächste Arme. Oh, 33er P bei Speedy. Aber sehr gut gespielt vom Maus. Nuki von Tower. Ja. Nuki CT Base abgelaufen. Und so ist ihm. Nimmt er noch die Arbeit wahrscheinlich auch mit noch viel für Chris J, genau. Ja. Sehr gut. Runde Nummer 5 bei Maus. Und weiterhin gut Geld für Fnatic. Können dann noch zwei Runden durchkaufen. Glüh heißt übrigens nun Frederik. Deutscher Pass, deutscher Name. Ja, zu Glüh würde eher Holger passen oder sowas. Ja, genau. Oder Dieter. Ja, Dieter wäre auch was. Ja, wir sehen hier Tapsen und Spiddy. So, Flutscher wieder im Flash Footcamp von Nuki gewesen. So, aber man stirbt jetzt wieder ganz einzeln hier. Ohne Refrag, ohne gar nichts. Also die Runde ist echt noch sehr offen. Ligia holt ihn und geht da, sehr gut. Die Bombe tickt schon ganz schnell. Ah, sehr gut. Sehr schön. 6-6. Ja, das ist für Train-Verhältnisse nicht schlecht hier, diese 6T-Runden. Ja, also Maus macht hier einen super Job, also man sieht, dass sie sich wirklich vorbereitet haben. Oh, Jasper. Und hier soll es ganz schnell Richtung B gehen. Flasher steht, Schneider fällt auch. Genau so soll es aussehen. Wenn einer schon stirbt, dann mit Refrag. Jetzt kann Tapsen die Bombe legen. Nuki ist ja offensiv. AE kommt. So, Nuki, kann er das runterholen? Bringt das zum 1-on-1? Nein, Jesper ist mit da. Mit dem rechnet er das nicht.
Also, Fnatic wieder mit der Runde, Maus wieder Money Broke. Trotz des Bomblands. Man könnte es riskieren. 4 Waffen könnte man holen. Aber da wird man wahrscheinlich lieber sparen für die letzte. Ja, sie überlegen. Und jetzt kommt der Call. Chris J. kauft auch noch. Also, 4 Waffen. Ja. Aber Jasper zieht schon Richtung Mitte. Nuki und Tubson gehen den Kopf runter. Und da wird ordentlich gegast. Da wird die Bombe instant geplantet. Tubson kann sie sogar durchlegen damit 5 HP. Boah. Ligia mit 2 sehr schöne Frags. Ligia wieder einfach ins LCW geflüchtet. Ja, die Runde dürfen sie jetzt nicht abgeben. Sie muss safe sein. Ja. CT Base auch schon wieder umlaufen. Ich glaube, Nuki. Ne, Speedy war das. Und Maus überlebt mit 3 Mann. Mal gucken, Bombe macht da nichts mehr. 7-7. Und die 8. Runde ist drin für Maus, den Fnatic. Jetzt kein Geld mehr für diese letzte Runde. Nova sehen wir, Mac7 sehen wir zweimal, M4 sehen wir einmal. Und Pronax ohne Waffe. Theoretisch sollte jetzt die Runde auch noch an Maus gehen, aber mal schauen. Dass die Mac7 und die Pumpe direkt viele Hits bekommen. Da kommt auch schon der erste Frag von Jasper. Pronax hat 2. Das gibt's doch gar nicht. Und Liga mit Arve. Ja, Prost Mahlzeit. Oh, Mann. Ach du Kacke. Was hat denn Pronax da gemacht? Junge, ist auf jeden Fall für die Headshot zuständig. Ich dachte, da gibt's nur einen auf der Welt. Selbstverständlich. So, trotzdem kann Maus mit dieser Halbzeit hier zufrieden sein. 7 Runden. So, Fnatic Gas jetzt Richtung B. Ich glaube, letztes Mal haben sie es auch so gespielt, aber Chris. Fällt. Ah, er stirbt leider. Jetzt kommt die noch? Smoke, kleine Rampe. Da kann Speedy wenig tun. Aber. Nee. Die Bombe will anscheinend doch wieder Richtung A. Mal schauen, ob. Ja, Maus reagiert direkt. Die Bombe wird jetzt aber auf A gelegt. Tubson hat ihn gesehen, dass es einer MTW ist. Leger verliert er das Duell gegen Jesper. Aber sehr gut von Speedy. Muss immer noch wissen, dass einer MTW steht. Nuki mit der Nate. Tubson, guckt nicht! Oh. Das gibt's doch überhaupt nicht! Wenn er da den Frag. Ach du Kacke! Gibt's doch gar nicht! Tubson, den Frag muss er da machen gegen Flasher und dann ist nur noch Jesper da mit einem AP. Und auf den können sie umfurzen da im Set. Eieieiei, das wäre die Piste gewesen, die hier Mausbots nochmal nach vorne katapultiert. Mann, Mann, Mann. Schade halt. Aber wir sehen hier Chris und Tubson sind mit CZ unterwegs. Und Legia mit 5-7. Flasher da schon alleine raus, tanzt da ein bisschen über die Map. So, er kann ansagen, dass 2 auf dem A sind und die gehen halt Richtung B. Ja, Bombe ist unterwegs, Devilwalk mit Bombe, aber trotzdem wieder mit Bombe zum Pop-Doc zurück. Ja, guter Fake, geht wieder auf. Tanzt uns Speedy alleine da am Spot. Ja. Speedy wird jetzt auch geholt. Ja, ist so. So, Nuki, auf geht's für dein Ace. Und jetzt 5 Headshots. 1 Klicks, alles. Ja, fast. Ja, noch ein Schuss mehr und Flasher wäre weg gewesen. Ah.
Aber Fnatic überlebt flawless. Und das bringt ihnen natürlich direkt mal wieder viel Kohle. Ja, jetzt Kommentar für die Person von Tapsen. Wir sehen hier, dass Maus Granaten kauft. Wahrscheinlich haben sie jetzt... sie wollen jetzt zusammen irgendwo irgendwas wegbomben. Die T mit Sunshine, ja. Ja, nichts. Aber die CSGO-Nets. Also, Kommentar zu Pistol Round zum Aiming von Tapsen war, dass er in der Halbzeitpause wohl kurz Need for Speed gespielt hat. Lenkrad noch angeschlossen. So, es geht wieder zurück, Tapsen. Verliert das Duell. Oh, Licky mit zwei schon. Speedy steht da immer noch gut hinter der Tonne. Wurde aber jetzt gesehen. Oh, Pronax, ja, sehr gut. Stirbt auch noch. Tun, tun. Speedy hat eine Waffe. Kommt über Popdog. Ja, jetzt bei jetzt natürlich gehört. Aber sehr schön. Nee. Ja. Ah, da über kommt 50 HP zurück. Damage gemacht. Ah, die Spinne ist einer der größeren. Ja. Und da geht die dritte Runde an Fnatic. Jetzt bin ich mal gespannt. AWP bei Chris. Er geht Richtung Z. Er kann da die Füße sehen. Er kann die Füße. Schuhgröße 46 dabei Pronax. Oh, sehr schöne Damage hier. Der Robot nur mit 58 HP unterwegs. Genauso wie Jasper mit 55. Und es wird sofort wieder geschoben. Boah. Sehr gute Ansage von Maus. Auf einmal sind vier Leute auf dem B. Liga damit. Und Devilwalk wird direkt rausgeholt. Liga mit guter Pose kann leider nur einen machen, steht dann dazu offen auf dem Feld. Aber Bombe geht nochmal down und Pronax. Jetzt von hinten auch noch geholt. Okay, macht's. So, und damit erste Crip Round hier an die Jungs von Maus auf der CD-Seite. Pronax nur mit CZ unterwegs. Schneider Arbeit bekommen von Chris J. Ja. Der hat die kleineren Füße. Deshalb gucken sie da durch. Sehr gut von Chris, dass er jetzt Richtung B rotiert. Aha. Liga bin nochmal auf dem A, was Smoke hat er so einen kleinen Schlitz am Samstag vorbei. Der Go wird aber wieder Richtung A orientiert sein. Flasher, der am B raus ist. Zwei Spieler bindet. So, Legia hat gleich Contact. KG gegen Devilwalk. Und meldet nochmal. Oh, die gehen nach dem schnellen Mitte raus, ja. Aber Legia lässt ihn nicht wegkommen. Jetzt auch gegen KG. Schön. So, und dann wird's wieder schnell rotiert. Ab zum B-Spot. Speedy und Chris J da. Chris J verschießt den ersten. Ah, zweiten Schuss geht auch nicht durch. Bombe kann auf jeden Fall gelegt werden. Oh, das gibt hier voll Gas. Ist aber blind. Ja, von seiner eigenen Flash. Und Schneider am anderen Schneider Ende der Welt. Ist, ja. Kann da vielleicht noch die Arme holen, ja. Für die nächste Runde. So, Jasper hat die Arbe bekommen, Schneider hat sich eine AK gekauft. Pronax mit CZ unterwegs,
Flasche mit P250 und Delwalk auch. Komische Byrons. Ja, und jetzt pass mal auf. Und die wird genau wieder für Fnatic laufen. Da ist Jake im zweiten. Jetzt geht mal ein Pop runter. Delwalk kann die Arbe picken. Schneider ist schon auf dem Arm. Holt Nuki. 2 gegen 3 Unterzahl. Bombe bei Devilwalk am anderen Spot. Und der Legia bleibt Duell ganz gegen Chris J. Sehr gute Posi von Legia. Aber die Gegner gehen in Richtung B. Da steht Tapsen. Tapsen können hier zu. Ach, sehr gut. Und Schneider wird da die Waffe wieder durchbringen, oder? Was macht er? Ah, Legia. Dritte Runde in Folge für die Mäuse. Jetzt die Möglichkeit, den Ausgleich overall zu holen zum 11-11. Fnatic auch nochmal gekauft. Zum Maus sehr aggressiv. Tapsen schon unter Pop. Und Nuki hat nochmal Mitte weggesmoked. Jetzt wird man Pop einnehmen. All eyes on Tapsen. Mal gucken, ob er sich wegdreht. Ach, die Flash war nicht so gut. Nee, die war gar nichts. Aber. Und jetzt Tapsen. Holt ein. Nur eine Nuki noch oben. Oh, ist jetzt auch komplett Legia. Ja, dann fällt er da. Legia hat jetzt eine gute Pose. Holt ihn. Er wird komplett abgeflecht die ganze Zeit. Kommt aber weg ins MTW. Chris J. Grundlinie da. Timing Pitch für Legia. T gerade rausgekommen. Auch holt ihn aber. Jetzt der letzte. Flasche. Gear wird rausgeholt. Christoph ist durch. Ja, sehr gut. Perfekt gespielt. So, Mouseboards holt sich den Ausgleich. 11-11 und Fnatic kauft nochmal gegen. Vierte Runde in Folge verloren, Bombe gelegt. Von da reicht es hier. Nochmal an Geld. Ein Spieler nur ohne Helm. Auch die Runde wieder mal sehr gut gespielt von Legia. So, Pronox flasht für die Pop-Spieler. Oh, was ein Held. Ha. Das war eine schnelle Runde. Sehr gut gespielt. Lässt über KG. Ja. Oh, Luki spielt das safe runter. Der letzte ist bekannt, das hat auch nur noch 4 AP. Ja. Dann können sie nochmal rumziehen. Sehr so schön gespielt von Nuki, safe runtergespielt. Maus in Führung. Also von 11 zu 7 hier auf ein 12-11 gekommen, Maus. Nach den 3 Runden für Fnatic kein einziger mehr an die Schweden gegangen. Ja, und das macht natürlich hier die CT-Seite. So, Flascher macht die Fenster sauber. Ich glaube, Fnatic nutzt jetzt irgendwie die Zeit zum Besprechen. So wie es ausschaut. Jasper springt auch noch ein bisschen rum. Besuch mal gleich mal die Toilette. Und Schneider bewundert die Schrift dort. Ja.
Und Speedy? Wieder am einen Tee vorbeigelaufen. Aber dann ist der Frack da. Dritter Kill für ihn in dieser Runde. Und das 13-11 für Maus. Und ja, so langsam sieht's gut aus für eine dritte Map hier für DE Mirage. Jetzt hat Jasper wieder viel Pop geflasht, da geht's Pop runter. Tass macht zwei Fracks, sehr gut. Krass. Und den dritten. Devil Walk auch Team mit raus. Jasper ins MTW unterwegs. Lega steht da über ihm. Weiß das natürlich nicht. Boah, was macht denn Jasper dort? Also wird auch direkt gesehen. Sehr gut. Ja, Lega, perfektes Recoil Control. Einmal um ihn herum geschossen. Und jetzt auch nicht benutzt worden mit Fnatic wieder. Tja. Mit der AWP diesmal, nicht Jasper. Flasher will wahrscheinlich jetzt einen am Klein ziehen. Geht doch erstmal kleine Rampe checken. Da zeigt sich niemand. Ah, Chris holt schon mal den ersten. KG. Geht doch wieder ganz def. Rotiert zum Kleinen, sehr gut. Und Lega dafür geht jetzt KG aus. Auf Ma. Ja, Lega jetzt komplett Kontrolle. KG wird nichts kommen. Ja. Sehr gute Information jetzt, dass KG frei ist. Jetzt muss er nur noch kurz Mitte checken. Dann kann er ansagen, dass die B kommt. Aber nein. Da gibt er dann zu viel Gas. Tapsen ist da in MTB. Sehr gut von Tapsen. Kann aber nur einen holen. Jetzt mal mit 3 AP. Also wenn jetzt die Runde wieder eng wird, schneide auch nur noch mit 3 AP. Ja, und dann macht es hier Nuki klar. 15. Runde für Maus. 4 Matchbälle für die Mäuse. Um es hier auf eine dritte Map zu bringen. Tja, und Mirage, tja, da könnte sogar wirklich was drin sein hier für die kleinen Knabberviecher. So, wir sehen hier Speedy mit der AWP. Boah, starker Shot von jetzt, Bär, was Boah. Ist denn da los? Was macht er denn da? F12 Joker. Jetzt. Den dritten kann er nicht holen. Chris J auch nochmal gewehrt und jetzt 1 gegen 3. Ah. Erster Matchball abgewehrt. 3 Matchbälle noch für Maus. Schnell Richtung B unterwegs. Ja, Chris J wird da festgenagelt. Oh, oh. Da zieht er jetzt immer wieder rum. Also. Luki jetzt mit der Möglichkeit für den Track bekommt, ihn geht aber in den Reload und da wird er überrascht. So, nun Legia und Nuki. 2 gegen 3. Und Pronax hat sehr, sehr wenig AP. Ah. Schneider kommt jetzt mit der Bombe zum B. Schon sehr, sehr weit abgelaufen. Stehen sehr tief. Flasher und Pronax. Das wird schwierig. Nuki kommt aber von hinten. Ja, jetzt muss auf jeden Fall Nuki was machen. Ja. Ja, er geht jetzt auf Seifen, ja. Ja, natürlich nicht so viel Geld, um es da unnötig abzugeben. Ne? Tapsen nur mit 2-1. Der freut sich über eine Waffe. Ja. Von da alles richtig gespielt. Da kann er auch nochmal kurz pinkeln gehen. Dusche, wäre auch mal wieder Zeit. Aber Badeschlappen vergessen bei Nuki, deshalb wird auch nicht geduscht. Terrorists win. So, nächster Matchball abgewehrt. Wie eng wird es hier nochmal?
Overwatch. Am Klein. Speedy smokt jetzt die große Rampe ab. So. Boah. Jasper kassiert hier, ja. Na, ihr kommt nicht mehr an. Aber Devilwalk. Jasper fällt. Devilwalk hat noch versucht, schnell in den Switch reinzukommen, aber das muss doch jetzt gewesen sein. Schneider ja. Gegen 3. Bombe ist down. Tapsen läuft einmal komplett die 6 ab. Boah. Noch draus. Ja, 200 Meter weit geflogen. Das darf eigentlich nicht passieren. Und aber Schneider, aber die Bombe. Die Bombe haben sie voll unter Kontrolle. Und 40 Sekunden. Schneider mit einem kleinen Marathonlauf. Das hat er im Fernsehen gesehen. Jetzt sind noch 35 Sekunden, also das wird schon ein. Ja, vor allem steht Mauser perfekt. Jetzt darf Speedy nicht wieder irgendwo. Jetzt muss Snooki den da langsam an die Leine nehmen. Ja. Aber 20 Sekunden, das muss Runde 16 sein. Ja, das kann man auf gar keinen Fall mehr abgeben. Aber da sieht er die Füße wahrscheinlich. Und Speedy macht es doch.